Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator, genau. Warum habe ich da unten so viele Symbole? Warte mal ganz kurz. Meine Bildschirmleiste hier unten ist gerade super voll. Was ist hier alles drin? Sag mal. Du bist normal, du bist normal, du bist auch normal, das ist auch normal. Ah, okay, das Ding hier ist unnötig. Die Sachen sind alle normal. Ach ja, okay, das Ding hier, weil ich Bilder offen habe. Ist das Ding normal? Nee, ne? Okay. Also so viele Symbole hier gerade, ist doch nicht normal. Ich glaube, ich sollte mal meine Taskleiste ein bisschen aufräumen. Hier sind gerade super viele Symbole drin. Was ist denn hier los, Amanda-Kolben? Alter, wow. Also entweder ist es mir so noch nie aufgefallen oder I don't know. Ja, wer weiß. Wer weiß. Na gut. Es ist mir jetzt gerade nur, ne, weil hier irgendwie noch, also jetzt gerade besonders viele Symbole drin waren, aber ich glaube eben, das ist schon immer relativ viele Symbole gewesen, ne? Naja. Naja. Gut. Starten wir mal ATS. Ja, es ist das die letzte Folge für diese Session. Nice. So, und dann mal gucken. Gar nicht gucken. Genau. Geld haben wir zurückgebracht. Neuen LKW haben wir gekauft. Das heißt, da ist auch alles in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich. Siehst du, wie ist das eigentlich Karriere? Ah, ne, wir sind relativ weit entfernt von nächsten Level. Ich will mal ganz kurz gucken hier bei den LKWs. Ah, da haben wir das eigentlich so alles. Wir haben die ganzen klassischen LKWs, okay. Ey, lad. Wobei der auch schon ganz schön dunkel ist, ne? Wie sieht der eigentlich aus? Ah, okay, gut. Hier bei der Vorschau sieht er auch super dunkel aus. Scheinbar, na gut, weil hier keine weiteren Lichtquellen da sind. Deswegen sieht es wahrscheinlich immer so extrem dunkel aus. Ich wünschte, man könnte auch mit linker oder rechter Maustaste den hier drehen. Weil ich meine, linke und rechte Maustaste haben hier eh keine Funktion. So, da passiert gar nichts. Weder links noch rechts. Das heißt, man könnte super implementieren, dass wenn man hier mit der linken Maustaste gedrückt hält und dann die Maus lang zieht, dass man dann halt den LKW dreht. Wäre ganz geil. Egal. Genau, mal hier. Die Frage ist nämlich auch, was wir uns als nächstes kaufen. Ob wir uns mal wieder ein paar Canvas kaufen? Ah, gut. Ich glaube, mal überlegen, wo es dann wird, soweit ist. Jetzt erstmal, würde ich mal sagen, wir nehmen einfach mal noch mal eine Quest an. Ich guck mal ganz kurz hier wegen schnellen Auftrag, wobei. Vorher gucke ich mal, wie es unserem LKW geht, ob wir mal wieder zur Garage fahren, zur Werkstatt, die mal wieder General überholen lassen, quasi. Gott, so leise ohne Musik. So, haben wir irgendwo eine Garage in der Nähe? Oh, da hinten. Da oben haben wir auch noch irgendwas. Aber wenn wir dann fahren wir direkt mal hier oben lang. Dann können wir das hier oben auch gleich mal aufdecken. Was auch immer das da ist, dürfte nennen. Ja, dürfte bloß ein hier, Job-Dixer-Bums da. Mal, wie heißen die Dinger? Jobcenter? Nein, wir haben nicht Jobcenter. Arbeitsagentur, genau. Arbeitsagentur müsste das sein. Oh, links ist schon mal frei, sehr gut. Rechts ist auch so semi-frei. So, wir müssen aber rechts bleiben, sehe ich gerade. Sorry. Wobei, der war noch weit genug weg. Der soll sich mal nicht so aufregen hier.
Wow. Erstmal bei der Folge ins Schild gefahren, geil. Ich lasse mich überhaupt nicht geil, schnell ablenken. Hä, was denn da? Oh, ich vergaß. Aua. Na gut, eigentlich wollen wir eh gerade in die Werkstatt fahren. I guess. Die Frage ist, ob wir unsere 40.000 Euro überhaupt ausreichen für die Werkstatt. Ich meine, gut, wir haben gerade mal 7% bei beiden. Jetzt. Mal gucken. Oh, wieder da unten ist wieder so ein schöner kleiner Bach. Hui. Mag ich sehr. Warum fahrst du wieder so schnell, Junge? Konstruktion, lol. Also so eine Abkürzung, die in beide Richtungen funktioniert, habe ich ja noch nie gesehen. Ist doch schon wieder super Unfallquelle. Wie viele Jobdinger haben wir eigentlich mittlerweile? Müssen wir so mittlerweile eigentlich mehr als genug haben, oder? Da. Oh ne. Haben wir gar nicht so viele. Okay, doch, da können wir definitiv noch ein, zwei gebrauchen. Was haben wir eigentlich so gerade so an frisches an frischem Material? Oh, einmal Fernfahrer. Alles andere ist so semi. Hier nochmal Fernfahrer. Der gute Ethan. Oh. Nichts Überwältigendes dabei. Gut. Sonst hätte ich mich vielleicht sogar noch hinreißen lassen, LKW zu holen, aber so nicht. Lohnt sich nicht. Sag mal, wo kommst du denn her? So. Dann wollen wir mal warten. Es? Wow. Nice. Ja, okay, das meiste ist natürlich wieder... Ne? Wenn die Reifen das ist, was den höchsten Schaden hat, dann weiß man genau, man hat alles richtig gemacht. Ja, wobei, okay, hier ist doch schon relativ nah. Das geht doch besser. Naja. So, mal wieder neue Reifen drauf hier. Easy. Siehst du, schon sieht der LKW wieder aus wie geleckt. Naja. Sehen sie eh leider immer. Aber gut. Aber haben wir immer noch 40.000 hier. Easy. So, dann möchte man jetzt gucken hier, schnelle Aufträge, was haben wir denn so? Irgendwas so jetzt für schnell mal hier zwischendurch? Ja, das doch. Das schaffen wir locker in einer Folge. Easy. Einmal kurz. Was haben wir denn so Streckenlänge? Oh, süß. Leitungsmasten? Ha. Huh. Klingt mal interessant. Steine. Hm.
Rohöl, ist das ein Tanker? Nö, ich glaube, dann nehmen wir mal hier. Mal gucken, wie die Fracht aussieht. Leistungsmasten hat nämlich noch nie gehabt. Wetten ist auch bloß ein Kasten auf Liga, wo man nichts sieht. Wer? Ach so, sind wir bloß Holz. Ach so. Ich dachte, sind fertige Dinger, wo du denn auch schon oben diese Bügel drauf hast, wo die Kabel dann draufgelegt werden. Aber es sind wirklich bloß die Masten selber. Okay. Wie war das? F7, ne? Nein. Ah, F8. Ah, na klar, die Kamera ist natürlich wieder genau in die Richtung, wie wir hin müssen. Da sieht man wieder richtig viel hier. Ey, ich hasse diese Kamera. Da müssen wir eine schöne Kamerafahrt machen. Boom. Bin ich falsch? Ah, nee. Oh, ein Zug kommt auch gleich. Digga, die schalten gerade so richtig lower, das Style. Nice. Der Schnieke. Da, wo das Shop-Stop-Schild war, da hast du nicht mehr gesehen, ob da Verkehr kommt oder nicht. Wie die scheiß Büschen. Wer denkt so was aus? mph, was eine unchristliche Geschwindigkeit. Da pennst du ja ein hier. Oh, Kreisverkehr. Schwer, so eine schöne Landschaft. Holy shit. Oh, da vorne ein Mini-Traktor. Oder? Ach ja, das war Auflieger. Der grüne Auflieger sah von Weitem aus wie so ein Mini-Traktor. Lol. Ja, schon sehr geil hier alles. Tja, lass genug auch Truckers. Ey, ich glaube, du hast keine Chance. guckt euch diese Ambiente hier an. Ganz ehrlich, ich meine, welches Spiel will hier jemals auch nur irgendwie eine Chance haben?
Das sieht alles so gut und so unique aus und so detailreich. Digga, da kommt doch nie im Leben irgendein Spiel ran. Wieder zu. Hui. Das ist doch... Ach ja. Na du, keine Chance. Ich glaube mal, ATS bleibt für die nächsten 20, 30 Jahre. Also, 20 Jahre mindestens, aber eher Richtung 30 Jahre. Unangefochten die Nummer 1, was Truck-Simulatoren angeht. ETS kommt... Oh! Ey, beruhig dich. Warum will der da vorne stehen? Was ist los mit dem? Gut, jetzt gerade ekel ich mich eher von meiner Hupe als von dem LKW vor uns. Ach, die Fracht ist noch in Ordnung, alles gut. Was soll ich sagen? Ja genau, also wie gesagt, ETS ist halt... Hat halt gute Chancen, weil... Sieht halt auch schon gut aus und hat auch schon eine riesige Map. Aber ich meine, um die Größe der Map geht es gar nicht so sehr, sondern vor allen Dingen um den Detailreichtum. Klar, wie gesagt, so klein wie aktuell bei Alaskan Road Truckers ist natürlich Katastrophe. Aber ich sag mal, selbst wenn die Map nur ein Viertel so groß wäre wie hier von ATS, wäre das ja auch schon in Ordnung. Aber wie gesagt, dann mindestens auf die Metallreichtum, ja. Und ich meine, auch ATS entwickelt sich ja die nächsten 20 Jahre weiter, ne? Und wenn man das alles mal bedenkt, ich wette mit euch, die nächsten 20 Jahre wird es kein Spiel geben, was nur annähernd an ATS rankommt. Vielleicht in 30 Jahren. Vielleicht. Aber auch nur dann, wenn ATS irgendwann nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird. Weil die Entwickler darauf keinen Bock mehr haben oder es die Firma nicht mehr gibt oder keine Ahnung was. Aber ansonsten sehe ich selbst bei 30 Jahren echt grau. Ich meine, es gibt ja mittlerweile relativ viele Techniken, weil gerade so die Unreal Engine, da hast du ja zum Beispiel auch diese Tools mit drin, ne? Wo du halt einfach nur sagen kannst, okay, da bitte von da nach da Straße, da bitte das und das, so in dem Style. Und dann erzeugt die Unreal Engine, dieser Map-Generator dort, auch schon relativ gute Strecken. Aber das Problem ist halt, du hast dann doch wirklich genau das Problem, was jetzt auch Alaskan Road Truckers hat. Es sieht zwar auf den ersten Blick erstmal gut aus, aber es wird auch sehr, sehr schnell eintönig. Und diese Uniqueheit, dass wirklich jeder Streckenabschnitt anders aussieht, du immer was zu sehen hast, der wirst du sehr viele Schwierigkeiten haben, da wirklich ranzukommen. Und in der Zeit, wo du es schaffst, wie gesagt, entwickelt sich ja ATS selbst auch wieder weiter. Also. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 30 Jahren da jemand rankommen wird. Sehe ich keine Chance. Ich meine, was vielleicht doch... Oh, ich zerdate schon aktiv. Ich meine, was vielleicht doch ein Gamebreaker sein könnte... Gamebreaker. Oder ein Gamechanger vielmehr. Wäre halt sowas wie künstliche Intelligenz. Wenn es wirklich irgendwann mal Map-Generatoren gibt, wo du einfach sagen könntest, yo, design mir mal bitte Chicago. Und die KI erzeugt dann sowas hier, wobei, also das ist ja hier nicht Chicago, aber erzeugt mir einfach mal eine City.
Aber ich meine, man kann sich halt nicht wirklich vorstellen, wie schnell die KIs wie mächtig werden. Von daher kann es durchaus sein, dass du da vielleicht in 10 Jahren oder so dann vielleicht schon KIs hast, die so mächtig sind, dass du dir einfach ein Pack von Assets gibst und dann einfach sagst, jo, generier mir mal eine Stadt bitte. Und dann macht die KI das. Oder unterstützt zumindest die Designer dabei, den das Grobe erstmal zu machen. Und dann müssen die Designer bloß noch einmal drüber gehen oder sowas. Aber wie gesagt, selbst wenn du denn so ein Tool hast, brauchst du dann auch, um so eine riesige Map wirklich zu erstellen, dann trotzdem erstmal eine Weile. Auch weil du da nochmal als Mensch nochmal drüber gehen musst und gucken musst, ob die Sachen auch wirklich alle stimmig sind, ob die gut befahrbar sind und sowas alles. Das heißt, du brauchst dann nochmal 10 Jahre. Deswegen, also, vor 20 Jahren könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Alle Spiele, die in den nächsten 20 Jahren rauskommen, keine Chance. Einfach keine Chance. Auch so gerne ich jetzt selber auch sehen würde, ne? Ich bin auch immer so ein bisschen auf der Suche, nur so nach Alternativen, gerade so im Open Source Bereich, ne? Ob da irgendein Entwickler sich mal so ein bisschen LKW Simulator ranmacht. Meinetwegen auch so einen super einfachen, wo es gar nicht um Grafik geht, sondern wo es nur darum geht, dass das Ding überhaupt funktioniert. Wäre auch schon geil. Und das ist halt auch das, was mich so an den Alaskan Truck Simulator so ein bisschen stört. Weil wie gesagt, dass der grafisch und auch von der Map her nicht viel zu bieten haben wird, das war ja von Anfang an klar. Aber ich hatte halt gehofft, gerade weil die in dem Trailer ja auch so viel Wert darauf gelegt haben, dass wenigstens die Physik gut ist. Sodass man wenigstens Fahrspaß hat. Aber dass dann halt nicht mal das funktioniert hat, das war halt schon traurig. Was ich halt innerlich hoffe, ist halt sowas wie Mindtest. Dass wirklich irgendjemand mal so im Open-Source-Bereich so einen kleinen Simulator baut, so einen LKW-Simulator, wirklich mit guter Fahrphysik. Nicht perfekt, aber zumindest gut. Dass dann darum eine Community entsteht und das Ding als so Community-Projekt groß werden lässt. Ja, dass es dann Leute gibt, die sich speziell auf die Physik entwickeln. Weil es gibt Leute, gerade auch auf YouTube gibt es ja Leute, die haben super viel Talent, was so Physiksimulation angeht. Ja, und dass dann wirklich Leute finden, die basteln da ein bisschen an der Fahrphysik rum. Dann gibt es so Designer, die bauen dann so ein bisschen die Map aus und so. So wirklich so als ja, Open Source, Community getriebenes Spaßprojekt, so wie halt Mindtest. Nur vielleicht ein bisschen aktiver als Mindtest. Mindtest Entwickler-Community ist ja relativ klein. So, da gibt es vielleicht 5 aktive Entwickler. Vielleicht auch 10. Aber das war's dann auch schon. Aber sowas wünsche ich mir halt in nixt. Weil, was mir halt auch gerade an ATS und ETS so gefällt, ist halt diese Offenheit. Ja? Du kannst halt hier einfach in den Entwicklermodus gehen. Du kannst hier einfach die Konsole öffnen. Bam. Bumm. Du kannst hier wirklich mit der Engine interagieren. Du hast einen integrierten Karteneditor. Du hast eine gut bearbeitete Config-Datei, wo du auch viele Sachen tweaken kannst. Du kannst super leicht Mods erstellen. Und das ist auch so eine der Sachen, die mir an ATS und ETS, also allgemein an SCS-Softwares, so extrem gefällt. Deren Offenheit. Weil gerade sowas siehst du in der Regel fast nur bei Open Source. Ich meine, beste Beispiel ist ja, wer hätte es gedacht, Alaskan Roadtruckers. Da ist nichts offen. Du hast keine gut editierbare Config. Du hast keinen Map-Editor. Aufgrund dessen, dass das Ding in Unreal Engine entwickelt wurde, hast du nicht mal eine gute Modding-Fähigkeit. Also, ja. Wie gesagt, bei Alaskan Roadtruckers haben sie wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Alter, ich sehe mal die Kamera.
wie gesagt, es ist einfach so ein schöner Open Source Truck Simulator. Sowas wäre geil. Das wäre so mein Traum. Und sowas kann es auch schon in 5 Jahren geben. Wie gesagt, der muss nicht groß sein. Nur so erstmal als Grundbasis. Sowas kann es dann halt auch schon in 5 Jahren oder so geben. Aber noch gibt es sowas nicht. Ja. Das soll es dann mit der Folge, schätze ich mal, schon fast gewesen sein. Ja. Viel mehr haben wir nicht zu tun. Wir können höchstens noch mal kurz schlafen gehen. Hallo? Was ist mit dem... Hä? Was war gerade mit dem Ladebalken los? Übrigens, mit der neuen Version 1.49, glaube. Oder war es sogar irgendeine Subversion von 1.48? 1.48.5 oder sowas? Da sollen wohl die Ladezeiten drastisch verkürzt worden sein. Also... dass genau diese ganzen Ladebalken immer und so gar kein Thema mehr sind. Was mich halt wundert ist, oder wo ich mich halt am... War ich ja schon wieder. Hey, halt mal die Bremsen. Ach, der bin doch am Arsch. Man hat ja hier bei ATS vor allem das Problem, dass wenn du den Spielstand lädst, er jedes Mal diese Konfigurations... diese Navigationsdaten neu erstellt. Und nicht nur beim Neuladen, sondern wenn du geladen hast und dann auch das Spiel irgendwann mal beendest und dann irgendwann das Spiel nochmal neu startest, er dann auch nochmal die Navigationsdaten neu erstellt. Und da bin ich mal gespannt, ob sie den Bug damit jetzt auch gefixt haben. Oder zumindest entschärft haben, weil auch das dann wesentlich schneller geht. Kann ich überhaupt schlafen? Nee, ne? Na, fuck it. Na gut, da repariere ich nochmal meinen LKW. Oder besser den Auflieger. Und dann würde ich mal sagen... stellen wir uns hier schon bereit, dass wir nächstes Mal hier direkt rausfahren können. Whatever. Der Flüger sieht sehr interessant aus. Ja. Gut. Dann ja, wie gesagt, wird das jetzt an der Stelle mit der Stelle gewesen sein. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, entweder zu Mindtest Vlog oder zu Alaskan Road Truckers. Oder zu doch was ganz anderem, dann irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall haben wir in ATS erstmal alles geschafft. Da müssen wir erstmal wieder genug Geld verdienen, um eine weitere Garage zu kaufen. Um dann neue LKW zu kaufen. Beziehungsweise erstmal 2 LKW zu kaufen, die wir dann bei uns reinstellen. Müssen wir dann mal gucken. Aber auf jeden Fall haben wir aktuell echt alles offen. Ja. Und da müssen wir vor allem gucken, was für LKWs wir holen, ne? Bis dann.